herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Die ganze Welt ist in Schieflage und niemand weiß, wie das weitergeht. Ist es nicht wunderbar, dass wir Christen wissen, woher Hilfe kommt? Wir dürfen uns an den wenden, der Himmel und Erde gemacht hat und alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und das macht uns doch Mut und gibt uns Zuversicht für die kommenden Zeiten. Hoffnung um 12, wir wollen dich ermutigen und heute möchte ich den Satz überschreiben, was du nicht lieben kannst, kannst du nicht verändern. Ja, und lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Was du nicht lieben kannst, kannst du nicht verändern. Das habe ich mal gehört und dann habe ich begonnen, darüber nachzudenken. Und es ist wirklich wahr. Wenn wir unsere Kinder nicht lieben, können wir auch sie nicht verändern. Und sie müssen das spüren, dass wir sie lieben. Dann sind sie viel offener für eine Veränderung. Oder vielleicht dein Mann, deine Frau. Das ist wichtig. Die Liebe muss drinstecken. Oder dein Nächsten, dein Nachbar. Ich hatte ein Erlebnis. Ich bin nach Essen gefahren und ich glaube, es war zu unserem Steuerberater oder wir haben einen Saal angeschaut für unsere Unterwegsveranstaltung. Bin an Autobahn in die Tankstelle rein und sowas habe ich noch nie erlebt. Eine Frau hinter der Theke hat 3 Kassen auf einmal bedient, wo der eine noch Geldbeutel eingepackt hat, seine EC-Karte, hat sie die nächste Kasse bedient und war so mit einer Freude dabei, die hat alle zahlenden Leute sowas von ermutigt und ermuntert, und wo ich sage, wow, was für eine Freude und was für eine Liebe zum Job. Und das fällt uns heutzutage auf, wenn jemand wirklich etwas liebt und gerne macht. Und ich sage dir auch, du kannst was verändern, wenn du das beginnst, das zu schätzen, zu lieben, und dann wird sich auch etwas verändern. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du der Verändernde bist. Ich danke dir, dass du der bist, der hilft, aber du hast uns auch die Aufgabe gegeben, unseren Nächsten zu lieben, was die Kinder sind, was die Nachbarn sind, der Mann, die Frau, zu lieben. Und danke, Herr, dass wir das sehen, dass wir nicht erst anfangen zu lieben, wenn alles passt, sondern dass wir auch heute uns vornehmen, dass wir wirklich verändern möchten, aber dass wir auch das lieben, was vielleicht noch nicht liebenswert ist, aber es lieben, damit wir Veränderung hineinbringen können. Danke, Herr. Amen. Ich möchte heute für Menschen beten, die Heilung brauchen. Und da hat uns jemand geschrieben, ich bitte um Heilung. Aufgrund meiner Krebserkrankungen an der Brust wurde durch die heftige Bestrahlung auch die Lunge etwas beschädigt. Es sind noch Vernarbungen vorhanden. Ich bitte um Gebet dafür. Die Entzündungen sind dank ihrer Gebetsunterstützung jetzt nach dem Lungen-CT verschwunden. Und Jesus, ich danke dir, dass du da, wo du begonnen hast zu heilen, auch dein Werk vollendest. Und ich danke dir, dass du diese Frau berührst. Und so wie du das, die Entzündungen weggenommen hast, so nimm du auch das weg an der Lunge, was da nicht in Ordnung ist. Danke, Jesus, diese Vernarbungen oder die Ursache oder was immer da auch ist, du weißt es, Jesus. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass du ein ganzes Werk tust an dieser Frau. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ein weiteres Gebet für Heilung. Ich bitte um Gebet für meinen Blutdruck, der oft erhöht ist, und meine Herzrhythmusstörungen. Auch für meine Mutter, die im Krankenhaus liegt, mit Herzproblemen und Lungenembolie und Wasser. Danke für eure Gebete. Jesus, und du siehst auch diese beiden Personen, die mit dem Herzen zu tun haben, Herzrhythmusstörungen. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst, dass du dieses Herz wieder in den richtigen Rhythmus bringst und dass dein Friede in diesen Herzen einzieht. Ich danke dir, Jesus, dass sie gesund sind durch dein Blut und auch das Wasser verschwindet, das sich da angesammelt hat. Danke, Jesus, dass du mit allen Menschen bist, die jetzt
Herzprobleme haben, dass du sie berührst und dass du derjenige bist, der sie in den richtigen Rhythmus zurückbringt. Danke, okay. Jesus, du bist ein Gott der Wiederherstellung und das haben wir so oft erfahren und wir danken dir, dass du eingreifst bei jedem Einzelnen, der deine Hilfe braucht, auch bei jedem Krebskranken, der jetzt deine Hilfe braucht. Danke, Jesus, dass du ihnen ganz nahe bist und dass sie wissen dürfen, und auch spüren, dass du der Herr bist und dass du eine Lösung für jedes Problem hast. Danke, Jesus. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder rufe an. Die Infos sind eingeblendet. Zwei weitere Gebetsanliegen haben uns erreicht. Liebes Team, ich bitte um Heilungsgebet, da ich schon seit vielen Jahren unter Depressionen leide und auch oft in Kliniken war. Ich möchte endlich frei werden von Erschöpfung und Depressionen, komme im Leben nicht richtig vorwärts und möchte so gerne wieder Freude im Glauben haben und Freiheit von den Negativgedanken. Bitte betet um Heilung und Befreiung. Und ein weiteres Anliegen, da geht es auch um Depressionen. Bitte betet um die Heilung von Depressionen für meine Mutter, die so stark darunter leidet, und für alle, die an Depressionen leiden. Es ist so eine schlimme Krankheit, die leider viele nicht verstehen. Wir brauchen dringend ein Wunder. Ja, viele brauchen ein Wunder und Gott tut Wunder. Was auch wirklich gut ist, wenn man Depressionen hat, wenn man einen Durchhänger hat, dass man auch wirklich schaut, was Gott schon alles getan hat. Die Wunder, die geschehen sind. Wir haben auf unserer Webseite eine ganze Rubrik, wo man Gebetserhörungen nachlesen kann. Und das ist auch etwas, wo man wirklich sieht, was Jesus kann. Bei Depressionen sieht man so viel, was man nicht kann und was alles nicht geht und wie alles schlimm ist. Ich sage dir, das ist auch wirklich wichtig, dass du ermutigt wirst, was Jesus kann. Und jetzt wollen wir dafür beten. Danke, Herr. Du kennst all diese Menschen mit Depressionen, Herr. Sei es leichte oder schwere Depressionen, Herr. Ich danke dir, dass du der Herr bist über diese Situationen, die so unmöglich für diese Leute sind, die kein Land mehr sehen, die nur noch Betonklötze auf sich fühlen und nur noch Druck fühlen. Herr, ich danke dir dafür. Herr, schenk ihnen diesen Weg hinaus, den du am Kreuz gewirkt hast, die Lösung, die du gewirkt hast. Und ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, dass wirklich Depressionen, Herr, du hinwegnimmst. Ich danke dir dafür und schenk auch diesen Menschen zur Seite, die ihnen helfen, hier herauszukommen. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Per E-Mail erreichte uns noch ein Gebetsanliegen. Bitte betet für meine Pollenallergie. Habe seit 2008 damit zu tun und die Symptome wurden von Jahr zu Jahr schlimmer. Leide sehr unter den Birkenpollen. Ja, in dieser Zeit ist das ganz, ganz schlimm für viele Leute. Die laufen herum mit roten Augen, tränenden Augen. Und wir haben mal in Israel ganz toll erlebt, gerade eine Heilung mit Pollen, wo Gott das gezeigt hat und das auf einmal weg war. Also das ist auch was, wo wir wirklich beten können und Gott erhört Gebet. Ich danke dir, Herr, dass auch die ganzen Menschen, die jetzt leiden unter diesen Pollen und immer mit roten Augen herumlaufen und das eine Plage ist. Herr, ich danke dir dafür. Herr, danke, dass wir dich bitten dürfen um Befreiung von dieser Plage, Herr. Ich danke dir und dass nicht jedes Jahr wieder diese Zeit kommt, wo sie leiden müssen, sondern, Herr, wie es auch in deinem Wort heißt, das Leiden soll ein Ende haben, auch in dieser Sache. Ich danke dir dafür, dass du diesen Menschen begegnest. Amen. Amen. Und wie Daniel schon sagte, es ist wichtig, dass wir auch wissen, was Gott tut, was Gott zu tun vermag. Und deshalb habe ich auch Zeugnisse mitgebracht, was Menschen mit Gott erlebt haben.
Da schreibt uns jemand: Liebes Team, ich hatte seit Donnerstag starke Zahnschmerzen und habe eine dicke Entzündung im Kiefer unter den Zähnen. Am Samstag bin ich mit Schmerztabletten traurig eingeschlafen, weil ich keine Besserung oder Heilung erfuhr, trotz eures und meinem Gebet. Ostersonntag waren alle Schmerzen vorbei. Der Herr ist auferstanden und er lebt. Ein Arzt für alle Kranken. Ja, und das ist gewiss wahr. In seiner Auferstehungskraft sind wir heil. Ein weiteres Zeugnis. Hallo, liebes Missionswerk-Team. Ich habe seit 3 Jahren grünen Star in beiden Augen. Bei der gestrigen Augenuntersuchung war selbst die Augenärztin nach Kontrolle der Hintergrundbilder begeistert. Es sind weiterhin keine Augennerven beschädigt. Auch ist der Augeninnendruck okay und ich muss keine medizinischen Tropfen verwenden. Danke für euer Gebet. Und noch ein letztes. Ihr Lieben, euch zum Dank und unserem himmlischen Vater zur Ehre schreibe ich diese Zeilen. Ich bat euch um Gebetsunterstützung für unsere Ehe. Wir können es immer noch nicht recht fassen, aber es ist seitdem etwas neu und heil geworden. Wie wenn etwas Schweres weggenommen wurde und Verstehen und Wertschätzung wieder möglich ist. Er segne auch euch in seinem Frieden. Liebe Grüße. Und das ist doch wunderbar. Und da freuen wir uns, mit diesen Personen, freuen wir uns, dass Gott so wunderbar eingegriffen hat. Ja, wenn er auch bei dir etwas Wunderbares getan hat, du was Herrliches erlebt hast, sei es groß oder klein, lass es uns wissen. Wir lesen es gerne vor in dieser Sendung. Ja, der Tipp des Tages, Veränderung. Wer möchte nicht Veränderung haben? Schreibe dir 3 Dinge auf, wo du Veränderung erleben möchtest. Und nicht nur aufschreiben und weglegen oder wegwerfen, sondern schreibe es auf und fange an, in diese Richtung zu leben. Also in diese Veränderungsrichtung. Nicht warten, bis irgendwas rausschüttelt, wackelt oder blitzt, sondern fange an, die Veränderung schon zu leben. Und Gott wird dir dabei zur Seite stehen. Ja, schick uns weiter deine Anliegen. Wir beten gerne für dich. Und unser Telefonteam ist noch bis 13 Uhr für dich da. Diese Woche haben wir was ganz Besonderes. Am nächsten Samstag und Sonntag haben wir die Heilungstage. Sei mit dabei im Stream und YouTube. Wir werden am Samstag um 10 Uhr beginnen bis 18 Uhr und Sonntag auch um 10 Uhr beginnen bis ca. 12 Uhr. Es werden verschiedene Referenda sein, Christoph Hesselbart und wir beide sind da und ein interessantes Programm mit Lobpreis und so weiter. Sei einfach mit dabei und lade auch andere ein. Ja, wir wünschen dir noch einen gesegneten Tag und alles Gute. Gott segne dich.